Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in unserem Piratenkönigreich Gotland. Unser König ist Stena und ihm ist es gelungen, durch geschickte Diplomatie sich mit den benachbarten Großmächten ganz gut zu stellen und dadurch Freiraum zu bekommen, um eine weitere Insel zu erobern. Diese hier mit der Stadt Ahrensburg drauf. Und das ist der Stand der Dinge. Wir besitzen zwei Städte. Ahrensburg selbst allerdings sehr renitent, sehr instabil, weil die Leute dort von anderer Kultur und von anderer Religion sind, akzeptieren sie leider unsere Herrschaft nicht ganz so richtig. Wir sind weiterhin gerade aktuell in einem Krieg hier mit Semgallen und mit Preußen. Gleichzeitig, was die Lage ein bisschen schwierig macht. Das Ziel ist es, Windau zu erobern. Aber Windau ist eine gut befestigte Stadt. Die konnten wir noch nicht erobern. Wir haben uns erst einmal wieder zurückgezogen, weil die Verluste zu hoch wären. Sind gerade dabei, hier ein Feld, einen Bauernhof vor Lindau zu plündern. Vielleicht mal allgemein zur großen politischen Wetterlage. Also vielleicht mal die Beziehungen schauen wir uns an. Wir haben ziemlich gute Beziehungen zu Schweden, Dänemark, einigermaßen gute zu Polen und Galizien-Volinien. Schwierig eher zu Novgorod und natürlich zu unseren Kriegsgegnern Semgallen und Preußen. Mit dem Livländischen Orden steht es neutral, allerdings ja, befreundet sind die wiederum in Novgorod und Novgorod mag uns nicht, weil, und das ist der große Konflikt hier im Norden, das muss man wissen, Schweden und Dänemark sind befreundet miteinander und sie sind beide im Krieg mit Novgorod. Also das ist hier oben der große Krieg und im Schatten, im Windschatten dieses Krieges führen wir hier unseren kleinen Krieg gegen Semgallen. Die Prognose, naja, ist ziemlich ausgeglichen, was die Stärkeverhältnisse betrifft. Auf unserer Seite 9400 gegen 10.900, wobei da auch die ganzen Wachgarnisonen in den Städten, glaube ich, mit reingerechnet werden. Wir haben aber, glaube ich, eine Schlacht gewonnen oder zwei kleine Schlachten gewonnen. Aber es gibt eine größere preußische Armee, die sich irgendwo befindet. Ich glaube, in Livland oder hier unten in Preußen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Thema. Das ist die Frage, wo diese auftauchen wird. Außerdem haben unsere Gegner hier in Semgallen eine kleine Armee hier. Und ich glaube, ein Teil der Armee befindet sich hier in der Stadt. In Windau. Die da jederzeit dann auch herausziehen kann und uns angreifen kann. Insofern, ja, durchaus kein so simpler Krieg. Ja, diplomatisch ist eine Sache vielleicht mittelfristig ein bisschen besorgniserregend. Ich gehe nochmal hier zurück. Wir haben nämlich unsere Tochter mit dem polnischen König verheiratet. Das ist erstmal einigermaßen ganz gut für die Beziehung, aber es kann dazu führen, dass wenn unser König stirbt, er irgendwelche Erbansprüche geltend macht und das ist heikel. Insofern müsste es eigentlich langfristig das Ziel sein, gerade zu Polen jetzt ausgezeichnete Beziehungen zu pflegen. Die sind aber nur bei 99. Also da muss eigentlich noch ein bisschen was geschehen. Wir könnten unser Diplomaten losschicken, der macht im Moment gerade nichts. Aber es kostet uns 20 Gold. Das finde ich gerade auch wiederum ein bisschen zu viel. Ich hoffe einfach noch, dass ich ein bisschen, also ich warte einfach noch ein bisschen mit dieser Aktion. Ja, wie ist jetzt der Plan soweit? Achso, hier nochmal. Ahrensburg ist ein Problem, diese Stabilität. Die kriegen wir eigentlich nur runter, entweder indem wir, ja, ich weiß auch gar nicht, also es gibt ja verschiedene Faktoren, ne? Einmal die illoyale Bevölkerung, die soll mit der Zeit weggehen. Dann haben wir Rebellion minus 6, weiß ich nicht, wo der Wert herkommt. Vielleicht von den Meinungen da oben, bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir für Ordnung sorgen, da hatten wir ja diese Maßnahme gemacht, die dazu führte, dass die überhaupt erstmal integriert wurde. Das wird auch runtergehen. Und dann haben wir religiöse und kulturelle Spannungen. Das wird aber vermutlich nicht runtergehen. Und da könnte man tatsächlich was machen. Da wurde auch in den Kommentaren nicht darauf hingewiesen, über den Kleriker. Aber dessen bin ich mir durchaus bewusst. Die ganze Sache ist aber sauteuer, um es mal so zu formulieren. Predigt den Katholizismus, kostet uns 60 Unterhalt. Das ist unser gesamtes Einkommen. Das geht also gar nicht. Und Kulturstärken kostet 30. Und da bin ich mir auch nicht sicher, wie gut das funktioniert. Kulturanstieg 5% ist irgendwie so ein abstrakter Wert. Der sagt mir jetzt gar nichts. Aber auch da ist mir der Unterhalt, ehrlich gesagt, zu groß. Also,
Wir müssen das im Moment akzeptieren und ich gehe auch davon aus, dass es hier über kurz oder lang zu einer Rebellion kommen wird, auf die wir reagieren müssen. Wir haben allerdings hier im Moment nur diese eine Armee und der Plan war, dass wir hier drüben in Visby eine zweite Armee aufbauen unterdessen. Okay, ja, was will ich noch erwähnen? Hier, da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht ganz über die Mechanik im Klaren. Wir haben hier zwei rebellische Bevölkerung und ich vermute, das hängt irgendwie mit diesen Minuswerten zusammen. Aber ich weiß nicht genau, wie sich das berechnet. Steht hier leider auch nicht. Hier steht nur Arbeiter, die rebellieren. Die rebellische Bevölkerung kann entweder in andere Provinzen ziehen oder zu Rebellen werden. Sie kann nicht als Truppen angeheuert werden. Ja, aber keine Ahnung, wie die nun genau entstehen. Wenn wir uns hier anschauen, minus 5 Bauernstand bringt minus 5 Stabilität. Ja, aber das meint, glaube ich, nur für die Gesamtstabilität. Also ein bisschen unklar, wie das zustande kommt. Ich vermute aber mal, das hat mit diesen Minusmeinungen zu tun. Und da könnten wir vielleicht eine Sache machen. Und zwar kann, ich glaube, der Diplomat auch noch was anderes. Der kann hier, der kann Meinungen verbessern. Kostet uns auch 20. Aber das will ich jetzt mal ausprobieren. Also Meinung innerhalb des Landes. Beaufsichtigen verbessert die Meinung der verschiedenen sozialen Gruppen in unserem Königreich. Versuchen wir das mal. Eure guten Absichten erkennen. Mal gucken, ob das irgendwie Effekte hat. Ich bin sehr gespannt. So, okay, soweit zur Vorrede. Ja, wir werden erinnert, wir sind im Krieg. Wir werden jetzt, wie gesagt, wir werden hier eine Armee aufbauen. Und um das noch ein bisschen besser machen zu können, habe ich mir überlegt, ich werde hier unsere Kaserne noch ein bisschen ausbauen, nämlich einen Speermacher. Warum Speermacher? Speermacher, ich wurde darauf hingewiesen, auf diese Einheit. Für mich hat tatsächlich ist der Vorteil dieser Einheit, wenn man sich das mal anschaut. Also, mal grundsätzlich zu den Werten. Sie haben einen sehr schlechten Angriff, außer natürlich gegen Kavallerie. Das ist ihre Stärke. Wir haben es, glaube ich, noch nicht mit Kavallerie zu tun. Deswegen habe ich das bisher nicht genutzt, um ehrlich zu sein. Also, ihr Angriff ist schlecht, ihre Verteidigung ist aber super gut, 75 im Vergleich zu 20 bei der leichten Infanterie. Die leichte Infanterie wiederum hat einen Nahkampfangriff von 24, er halt nur von 10. Aber eben Nahkampfverteidigung 75, das ist schon sehr, sehr stark. Und Fernkampfverteidigung 83. Und was für mich der besondere Vorteil ist, die kostet nur 80 Gold, während die leichte Infanterie 160 das Doppelte kostet. Also das scheint mir tatsächlich vom Kosten-Nutzen-Faktor dann doch die bessere Einheit zu sein jetzt für vieles, was wir vorhaben. Und insofern werde ich jetzt hier den Speermacher erstmal noch bauen, bevor wir weitere Einheiten ausheben. Okay, plus 40 Einkommen ist nicht so dolle, aber durchs Plündern bekommen wir hier vielleicht ein bisschen was. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wir sind in einem Verteidigungspakt gegen Polen mit Schweden und Pommern und in einem Verteidigungspakt gegen den Livländischen Orden mit Dänemark und Schweden. Außerdem hat Polen uns gegenüber einen Verteidigungspakt, aber da sind sie die Einzigen. Und es gibt einen Kreuzzug. So weit, so gut. Wir müssen darauf achten, wenn wir hier 200 Bücher haben und ja, und wenn wir Gold haben, um auszuheben. So. Wir geben uns nicht, haltet Stand! Okay, und hier haben wir jetzt die Plünderung. Diplomatische Botschaft erhalten. Polen bietet an, unserem Krieg beizutreten. Oh, warte mal, das ist jetzt eine interessante Sache. Ja, das ist, um ehrlich zu sein, ist das eine schwierige Sache, weil Polen hat im Moment keine Feinde. Die sind durchaus mächtig. Und könnten das jetzt einfach nutzen, um Gebiete von Preußen zu erobern. Und das ist insofern schlecht für uns, weil Preußen noch eines der wenigen relativ schwachen Ziele ist für unsere weitere Expansion. Und wenn die Polen uns das wegschnappen, wäre das schlecht. Im Übrigen sehen wir hier gerade, dass die preußische Armee unterwegs ist. Ah, interessanterweise sieht man das auf der Karte. Oder auf welche Karte habe ich das eben gesehen? Ja, auf der Karte sieht man es. Während man es hier nicht sieht. 2960. Marschall Petka. Okay, mal sehen, ob die hier anlanden und gegen uns kämpfen. Okay, das hat aber jetzt nichts mit dieser Frage zu tun. Der Vorteil ist, Polen das hier zu erlauben, ist, dass die Meinungen ansteigen wegen dieser Erbschaft. Ja, ich werde aber, glaube ich, ablehnen. Es ist, also ich bin noch nicht in so einer verzweifelten Situation. Wobei, wir können das auch mal sagen, ich muss nachdenken. Wir lassen das einfach mal liegen. Auch gut. Und falls es schwierig wird, holen wir die Polen. Ah, schaut mal, jetzt sehen wir auch hier die Preußen. Kann es sein, dass die jetzt hier gegen uns ziehen wollen? Nee, das sieht nicht ganz so aus.
Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die wollen nach Gotland. Hier befindet sich Ritter Olaf, der kaum Truppen hat. Ich meine, eine Verteidigung sollte einigermaßen gut organisieren können. 1800 Männer sind hier. Das ist auch noch eine interessante Sache. Wie kommt diese Zahl zustande? Das ist mir auch nicht ganz klar. Also, was ich weiß, ist, dass hier diese Arbeiter, die freien Arbeiter hier noch eine gewisse Rolle spielen. Aber wie kommt es zu diesen Stadtwachen plus 3? Sind da irgendwelche Gebäude? Spielen die da eine Rolle? Wir haben ja hier eigentlich wenig gebaut, beziehungsweise wenn dann abgerissen. Mich wundert das deshalb, weil Ahrensburg hier die deutlich bessere Befestigung hat, aber nur 720 Stadtwachen 1. Ja, man sieht das hier auch an den Symbolen, die Zahl der Stadtwachen. Keine Ahnung. Also woraus die sich berechnen, wenn ihr das wisst, schreibt es mal gerne. Das würde mich sehr interessieren. So, wir müssen aber hier reagieren. Wir werden aber hier nicht so schnell 2900 Mann bekommen. Zweimal Bogenschützen, dreimal leichte Infanterie. Tja, ich würde gerne das noch abwarten für die Speerträger. Was könnten wir jetzt rekrutieren mit 170? Also richtig effizient wäre es, wenn wir wirklich die günstigen Speerträger, pass auf, wir warten das ab und dann kaufen wir die Speerträger. Da können wir uns dann nämlich vielleicht gleich 3 oder 4 Einheiten leisten. Ich denke mal, die werden auch erstmal irgendwo plündern. Damit müssen wir leider jetzt einfach mal leben. Hilft nichts. So, die machen nichts, die 200. Das ist auch interessant. So, und jetzt beobachten wir mal die Preußen, wie sie dort landen werden. Kämpft mit Ehre! Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Okay, tatsächlich. Sie plündern die Kirche hier. Was für ein schändliches Unterfangen. 273 Leute verteidigen das da vor Ort. Wir haben aber immer noch nicht den Speermacher fertig. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch nichts investieren. Wir plündern keine Kirche, sondern nur ein Dorf. Ich finde, das ist moralisch vertretbarer. So, wer segelt hier vorbei? Zwei große pommersche Armeen. Oh mein Gott, mit denen möchte man sich aber auch nicht anlegen. Was ist mit Pommern los? Sollten wir uns kurz auch nochmal angucken. Okay, sie sind nicht mehr im Krieg. Waren die nicht in irgendeinem Krieg? Bedrohung Meißen, Galizien, Wolinien, befreundet mit Brandenburg und Polen. Vasall von Dänemark, das ist das Entscheidende. Dänemark ist aber immer noch mit Novgorod. Okay. Naja, wir gehen mal zurück hierher. Oder lieber dahin. Vor allem, das ist jetzt wichtig, der Speermacher. Jawohl. Okay, sehr schön. Die Plünderung war erfolgreich. Wir haben 675 Gold erhalten und 160 Vorräte. Ja, die Vorräte sind wieder aufgefüllt, hervorragend. Die Bewohner in Semgallen sind wütend. Das kann sich vermutlich bemerkbar machen, wenn wir die Stadt dann irgendwann übernehmen. Im Übrigen, es gab auch einen guten Hinweis, eine Sache, die mir eigentlich bekannt war, aber ich nicht erwähnt hatte. Und zwar ist es so, dass sowohl Burgen als auch Städte so einen Einzugsbereich haben. Und wenn sich die eigenen Truppen in diesem Einzugsbereich befinden, dann bekommen sie Schaden, weil sie von dort aus beschossen werden. Muss man also ein bisschen aufpassen. So, wir haben jetzt gleich den Speermacher. Aber die Frage ist, was machen wir mit denen hier? Einen taktischen Rat? Wir könnten natürlich hierhin segeln, um diese Armee zu besiegen. Wir könnten aber auch einfach hier weiter plündern. Ja, ich würde sagen, das machen. Was ist euer Wunsch? Brennt ihre Häuser nieder! Wir plündern da unten weiter und sind hier einfach mal ein bisschen gelassen. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. So, sehr schön. Jetzt haben wir den Speermacher. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 1000 Gold. Richtig, durch die Plünderung. Das hat sich ja gut gelohnt. Oh, das heißt, wir können hier gleich unsere gesamte Armee etablieren. Wir können im Moment durch Nahrung 7 Truppen haben. Also, schauen wir mal. Wir nehmen jetzt mal die leichten Speerkämpfer. Die sind natürlich nicht so gut im Angriff. Ganz klar. Aber 1500 Mann immerhin, ne? So, was können wir uns noch gönnen? Wir haben 778, 120 die Bogenschützen. Ja, 2 Einheiten noch. Pass mal auf, dann nehmen wir noch 2 Bogenschützen. Und jetzt habe ich jetzt habe ich keine Männer mehr, keine Arbeiter oder was. Nee, ich habe keine, ich habe hier keine Ritter mehr, auf die habe ich nicht geachtet. Ja, wir sind jetzt 2100 Mann. Der Gegner hat dort 2900. Hm.
Ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig, um ehrlich zu sein. Bisschen zu wenig. Wir werden mal ihm erstmal Bücher, also mit Büchern ihn verbessern. Kavallerietaktik nutzt uns ja überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Dann nehme ich mal zumindest Medizin, damit wir irgendwas Neues hier bekommen. Kosten für Truppaufstockung ist auch schon mal gut. Was? Ah, ich verstehe. Ja, zum Beispiel, also eine Faust ist besser. Oder vielleicht Strategie oder ähnliches. Das nächste Mal. Gut, also da müssen wir das jetzt erstmal geschehen lassen. Während wir hier auch... Oh, die Armee kommt uns, zieht uns entgegen. 1400 Mann. Ja, mit der müssten wir eigentlich zurechtkommen. Das ist ganz okay. So, die wird erfolgreich sein. Hat die Plünderung durch uns verhindert. Tatsächlich, es kommt ja zur Schlacht. Aber das ist in Ordnung, muss ich sagen. Dadurch haben 1400 Mann jetzt die Stadt verlassen. Ah, schaut mal, jetzt will er es wissen. Die 200 und der Ratsherrin Gaudas. Das Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Ach du Schreck. Rebellion, natürlich. In Ahrensburg. Okay, das ist natürlich jetzt unglücklich. Kleriker Unto. Eure Krone wird fallen. 2040 Mann mit leichter Infanterie und einem Speerkämpfer und nordischen Bauern. Na gut, also ich denke mal, die Stadt wird einige Zeit da durchhalten, wenn sie belagert wird. Puh, das bedeutet für mich, dass wir jetzt diese Schlacht hier erstmal gewinnen müssen und dann mit der Armee hier zurückkehren müssen, um die Rebellen zu besiegen. Während wir hier auf mehr Einberufene hoffen. Naja, aber das ist ganz schön viel. 150, 200. Okay, das ist der Nachteil der Speerkämpfer. Die braucht mehr von diesen Einberufenen. Ah, warte mal. Das hatte mir schon gesagt. Mit Anstieg der Stufe des Marschalls bekommt man mehr Truppenstärke. Sehr interessant. Also auch von der Größe her. Hier durch Anführung Königreich plus 70. Ah, okay, alles klar. Ja, würde ich sagen, reicht aber immer noch nicht gegen die hier. Zumal die jetzt auch noch einen plus 10% Vorteil haben für Verteidigung und plus 10% Fernkampfangriff. Und die haben Fernkämpfe. Also hier wage ich mich noch nicht aus Visby raus. Geht einfach noch nicht. Wir müssen jetzt blöderweise abwarten, bis wir hier Einberufene haben. Gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal diese Schlacht an. Was macht er hier? Rebellische Diebe belagern uns. Was belagern? Die belagern tatsächlich die Stadt? Wow, ich hätte echt gedacht, dass die erstmal hier Dörfer belagern. Aber ist klar, das sind ja ihre Dörfer, ne? Die wollen die Stadt haben. So, aber ich denke, die Stadt wird aushalten, bis wir hier bereit sind. So, die Schlacht findet die hier schon statt? Ja, ne? Ne, jetzt geht's erst los. Es gibt immer so eine Vorgeplänkelphase, die kann man auch nicht abkürzen. Gut, aber das ist unser Sieg. Da wird immer noch geplündert. Das haben sie aber bald abgeschlossen. Wir ergeben uns nicht. Haltet Stand! Und hier... Eine ja. Unserer Siedlungen wurde geplündert. Erst zwei Leute verloren, der Gegner schon mit 36 Verlusten. So, aber die Kirche wurde jetzt erstmal heftig geplündert. Das heißt, wir haben aber auch weniger Büchereinkommen, was schlecht ist. Was machen die jetzt? Die ziehen sich zurück. Interessant. Die sind da nur einmal angelandet zum Plündern. Es könnte natürlich sein, dass sie uns jetzt hier den Weg abschneiden wollen. Alt, warte mal. Ist hier die Schlacht gewonnen worden? Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Okay, dann sollten wir das Ganze aber hier verlassen. Plündern, aufhalten. Ja, plündern, unterbrechen. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen... Ja, wenn wir jetzt einen Entsatzangriff machen, ist das Problem, dass es dann alles oder nichts ist. Ne? Wenn wir dann verlieren, ist die Stadt verloren. Krieg auf. Aber ich glaube, das schaffen wir. Der Gegner mit 2000, wir mit dem König und 2600 plus der Stadtverteidigung. Das müsste eigentlich machbar sein. Das Problem ist noch, das sind noch die Preußen. Wenn die jetzt da auch auftauchen, dann ist es schwierig. Wer fährt hier durch die Gegend? Können wir mal gucken.
Das sind die Schweden, die werden vermutlich gegen Novgorod ziehen. So, wir ziehen zurück. Ah, die haben sich wieder anders überlegt. Die kommen doch hierher. Okay, wir haben wieder 110 inzwischen. Minus 5. Hä? Wieso ist der Unterhalt plötzlich so rapide angestiegen? Was ist hier los? Ich war doch bei plus 2. Hat das was mit der Belagerung zu tun? Es könnte sein, weil die Stadt ihre Einnahmen vielleicht dadurch nicht bekommt. Was hat das für einen Effekt? Bin mir nicht ganz sicher. Was machen die jetzt? Ziehen die zur nächsten Kirche? Ich glaube ja, sie ziehen zur nächsten Kirche. Wir sind dort jetzt angekommen. Niemand durchdringt diese Mauern. Aha, Belagerungsbruch Ahrensburg. Dürfte jetzt stattfinden. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Plündern in Visbia, tatsächlich. Die nächste Kirche, 2920. Ja, mit 129 können wir nordische Bauern, aber es wäre Verschwendung. Ich würde sagen, ja, am liebsten würde ich eigentlich leichte Infanterie, dafür brauchen wir aber 175. Und das Problem ist auch noch der Unterhalt. Ich bin mir nicht sicher, was das für einen Nachteil hat. Wenn wir da im Minus sind. Okay, wir sollten jetzt erstmal zusehen, dass wir diese Stadt hier, also die Rebellen besiegen. Zahlenmäßig sollte das klappen. Katholischen Cousins wurde exkommuniziert. Ungarn wurde exkommuniziert, okay. So sei es. Was ist hier oben eigentlich? Ah ja, Rebellion, ja gut. Aha, der von der Rebellion angehäufte Goldbetrag. Wer den Aufstand beendet, erhält die gesamte Beute. Interessant, interessant. War das das hier? Ach du Schreck. Warte mal, hat Preußen noch eine zweite Armee? Okay, jetzt wird's unangenehm. Ach du Schreck, 2900 und 2900. Jetzt wird's aber richtig unangenehm. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir hier mal... Ach, Stadtbefestigung wäre echt gut, aber dafür brauchen wir auch 250 Leute. Jetzt wird's ja richtig heikel. Das ist ja eine miese Nummer. Okay, also dann müssten wir jetzt eigentlich versuchen, diese Schlacht zu beenden und dann, so schnell es geht, nach Gotland zurückzukehren. Die vereinigen sich mit der anderen Armee dort. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Tatsächlich, sind jetzt 5700 Mann. Das ist jetzt ein echtes Problem. Das ist jetzt ein echtes Problem. Puh. Kritische Lage. Ich meinte, wir haben ein bisschen Geld. Vielleicht können wir in Ahrensburg auf jeden Fall noch Truppen irgendwie nachheuern, wobei wir da keine Bauern haben. Puh. Bauen. Stadtwachenquartiere. Das wäre noch ganz gut. Plus zwei. Ach, hier haben wir mal einen Punkt, wo man Stadtwachen bekommt. Plus zwei Stadtwachen kostet uns aber 1700. Das würde auf jeden Fall bei der Belagerung nochmal ordentlich helfen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wir müssen uns um die Ausbildung unseres Prinzen kümmern. Prinz Halfdan. Der weise Herrscher und seine Anverwandten. Okay. Prinz Halfdan ist ein Diplomat. Ah. Nee, warte mal. Ah, aber er kann... Hat eine Neigung für mehrere Disziplinen. Achso, es sind diplomatische und kriegerische Sachen. Ja. Okay. Was machen wir zuerst mit ihm? Redekunst. Chance, Meinung Erfolg zu verbessern, ist auch schon mal gut. Ja, für die Innenpolitik, das finde ich gut. Prinz Halfdan ist ja nicht unser Erbe, oder? Oder ist das unser Erbe? Thronerbe, tatsächlich. Okay, da müssen wir dann auch drauf achten, auf Gouverneursgeschichten.
Aber wir machen mal Redekunst. Finde ich gut. Ja, okay. Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten. Prinz Birger, das ist der zweite Mann. Der soll vor allem Marschall sein. Bogenschießen. Finde ich nicht schlecht. Schlachttaktiken bringt Truppverteidigung Terrainvorteile. Eiserne Faust. Durch Plündern, durch besiegte Rebellen. Zusätzliche Erfolgschance für Aktionen, für Ordnung sorgen. Das scheint mir wichtig zu sein. Eiserne Faust bekommt er als nächstes. Sehr gut. So, jetzt macht mal hinne hier. 1200 bei uns. Verluste auch ziemlich hoch. Ein unabhängiges Königreich. Ah, okay. Der Kreuzzug war erfolgreich. Ein Teil des Kreuzzugs hat sich abgespalten. Interessant. Zeig mir das mal. Hier unten steht euch zur Verfügung. Ist also Tripolitanien entstanden. Gab es hier nicht schon ein weiteres katholisches Reich? Oder habe ich das geträumt? Oder ist das wieder untergegangen? Nein, hier. Die Provence. Ah ja, schön. So, zurück hier nach Ahrensburg. Wo wir jetzt hoffentlich endlich bald mal diese Schlacht gewonnen haben. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Okay. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Gut, das hat uns 300 Gold gebracht, immerhin. Und beim Adel nochmal eine Meinungsverbesserung. Sehr schön. Und die Gesamtstabilität hat sich verbessert. So, jetzt wird es relevant. Wir sind jetzt hier in der Burg. Diese Einheiten, oh, die scheinen irgendwie ein neues Level erreicht zu haben. Haben so ein Sternchen. Interessant. Ich würde sie jetzt alle aufstocken, aber wir haben hier nur einen Arbeiter. Aber gleich kommt der zweite. Insofern lohnt es sich, glaube ich, hier nochmal zu warten, bis der da ist. Jawohl. Dann können wir hier mehr aufstocken. Und wir brauchen auf jeden Fall hier die leichte Infanterie auf Maximum. Sofort. Ja. Und das kostet uns auch nochmal einen. Aber das machen wir. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Sofort. Okay, und mit dieser Armee, 2300, ziehen wir jetzt rüber nach Visby. Meine Güte. Und werden vielleicht dann gemeinsam mit dieser Armee angreifen. Das ist der Plan. So, in Visby wiederum haben wir hier schon drei Arbeiter. Wir warten aber hier immer noch auf weitere Einberufungen. Geld wäre da für alles Mögliche. Gut, ich tendiere dazu, jetzt echt auf die Stadtwachenquartiere zu warten und zu sparen. So, die bewegen sich da erstmal. Das ist gut. So, was ist hier passiert? Königreich zerstört. Antiochia wurde von Jerusalem vernichtet. Auch ein christliches Königreich. So. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Damit ist jetzt die nächste Kirche geplündert worden. Was machen sie jetzt? Sie ziehen runter zum Bauernhof. Und da wird es jetzt langsam unangenehm. Wir sind aber jetzt wieder bei plus 4 Nahrungseinnahmen. Der Hintergrund muss das hier gewesen sein. Ja, hier schaut mal, diese 7 Nahrung, die standen uns während der Belagerung nicht zur Verfügung. Ich sehe jetzt auch hier sehr schön, wie für Ordnung sorgen sich reduziert hat und auch die illoyale Bevölkerung langsam runtergeht. Was ich allerdings nicht sehe, dass unser Ritter Otter hier irgendwas erreicht. Das ist insofern, würde ich fast sagen, mir ein bisschen zu teuer, was er hier macht. Land in Sicht. Tja, ja. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Die Küste ist nah. Legt ja. Hier an. Land okay. In Sicht. Ist das schon der Moment zum Ausschiffen? Das ist die Frage, ne? 2100. Es gibt Schöneres als eine kühle 2300 sind 4500. Der Gegner hat 5700. Verdammt! Ich meinte, wir könnten einfach noch nordische Bauern dazu holen. Ne? Zwei. Ne, einen können wir noch holen. Hm. Land in Sicht. Oder wir warten einfach hier neben. Nah.
Wir schiffen mal dort aus und gucken mal. Die Zeit ist eher auf unserer Seite. Wir gucken mal, was der Gegner so unternimmt, wenn wir dort anlanden. Oh, da habe ich es noch gerade gesagt. Der Diplomat hat es tatsächlich geschafft, die Meinung beim Klerus immerhin zu verbessern. Beim Bauernvolk wäre es mir lieber gewesen. Und wir sehen, dass Stena im Übrigen jetzt auch schon alt geworden ist. Und das ist jetzt schlecht, denn ich habe Angst wegen Polen. Neutral, 79. Wir müssen ihn nach Polen schicken, um Beziehungen zu verbessern. Das heißt, wir müssen ihn jetzt erstmal zurückrufen. Ja. Ja, liebe Leute, vielleicht sollten wir die Polen doch in den Krieg holen gegen Preußen. Diese Hilfe ist vielleicht jetzt doch gar nicht so zu unterschätzen. Aber ich würde sagen, eine Schlacht, die gönnen wir uns noch. Eine entscheidende Schlacht hier mit unseren vereinten Armeen. Mir fällt auf, was wir zumindest machen könnten. Wir könnten die Einheiten voll aufstocken. Wobei, da reicht uns wahrscheinlich die Bevölkerung auch nicht. Ah, schwierig alles. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Das ist nicht so schwierig vorherzusagen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.